Ich wusste, dass die Allianz auf Odessen gedeihen würde, aber ich hatte nicht erwartet, dass sich dieser Ort so sehr nach Zuhause anfühlen würde. Ihr solltet stolz auf das sein, was ihr hier erschaffen habt. Und auf die Verbündeten, die ihr gefunden habt. Unsere Siege hatten einen hohen Preis. Das haben sie immer. Die Allianz ist immer noch eine gewaltige Macht. Aber wir sind nicht stark genug, um es mit der Republik oder dem Imperium aufzunehmen. Leider ist ein Kampf unvermeidlich. Es gibt Auseinandersetzungen im wilden Raum, Unruhen auf Quesh. Ein galaktischer Krieg steht unmittelbar bevor. Wir können es uns nicht leisten, neutral zu bleiben. Wenn die Allianz überleben soll, müssen wir uns mit der Republik oder dem Imperium verbünden. Wie auch immer ihr euch entscheidet, wir werden euch folgen. Ihr würdet Befehle der Republik befolgen? Ihr gebt die Befehle wie immer. Ich erledige meine Aufgabe, wie ich es für richtig erachte. Wen wollt ihr also unterstützen? Die Republik oder das Imperium? Es ist an der Zeit, zur Republik zurückzukehren. Verstanden. Ich helfe, wo ich kann. Ich wende mich an meine Kontakte im SID. Ich nehme an, dass sie direkt mit euch Kontakt aufnehmen werden. Der koreanische Sektor wird euch gefallen. Der beste Sternenhagel auf ganz nach Shaddaa. Die erste Runde geht auf mich. Ihr habt es endlich geschafft. Noch einen Drink für mich, K3. Warte. Lieber gleich zwei. Na, wenn das nicht die Kommandantin des berühmtesten Clubs der Galaxis ist. Willkommen in meiner zweitliebsten Kantina. Jonas Balka, republikanischer SID. Ein Blick in euer Gesicht und mich wundert nicht mehr, dass die halbe Galaxis eurer Allianz beigetreten ist. Schön, euch kennenzulernen, Jonas. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Ehrlich. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Die Republik und die Allianz verfolgen ähnliche Ziele. Und ich glaube, dass eine Zusammenarbeit für beide Seiten von Vorteil ist. Der Krieg kommt, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen vorbereitet sein, also müssen wir Treibstoff, Nahrungsvorräte und Rohstoffe vor den gierigen Händen der Imperialen schützen. Außerdem müsst ihr uns helfen, der ganzen Sache einen positiven Anstrich zu verleihen. Zeigt euer strahlendstes Lächeln, inspiriert die Truppen. Das Übliche eben. Wäre es nicht einfacher, die Allianz in die Republik zu integrieren? Leider hat die Republik gegen einige eurer Freunde gewisse Vorbehalte. Sie sind wertvolle Verbündete, aber es wird einige Zeit dauern, bis wir ihnen vertrauliche Operationen überlassen können. Auf Ossos im Outer Rim fliegen die Fetzen. Mit etwas Hilfe von euch und der Allianz könnte die Republik die Oberhand gewinnen. Ich schicke ein paar Funksprüche und setze einige Pläne in Bewegung. Wir sollten mehr wissen, sobald ihr wieder auf Odessen seid. Willkommen zurück in der Republik, Commander. Ah, Commander. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir zu sprechen. Ardinondu Dipolis Derun. Ich beaufsichtige die Truppeneinsätze der Republik entlang der Perlimianischen Handelsstraße. Ich wünschte, wir könnten persönlich sprechen. Ich habe gerade eine wahrlich belebende Mischung aus gatalentanischem Tee aufgebrüht. Mögt ihr Tee, Commander? Was zum Teufel ist er für eine Spezies, frage ich mich gerade. Aber ich mag Tee. Ja, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich diese Mischung bereits probiert habe. Ich werde euch eine Kiste schicken. Das Aroma ist unschlagbar. Aber mir wurde gesagt, dass man es nur in Gesellschaft wirklich genießen kann. Ein schöner Planet, Gatalenta. Seine Bewohner sind bekannt für ihre langjährige und standhafte Unterstützung der Jedi. Und über die Jedi möchte ich heute mit euch sprechen. Ich fürchte, ich hatte schon lange keinen Kontakt mehr zum Jedi-Orden. Da seid ihr nicht die Einzige, der es so geht. Nur wenige Jedi haben den Krieg gegen Sakul überlebt. Sie sind untergetaucht, in der ganzen Galaxis verstreut. Ich bin nicht mal sicher, wie viele Ratsmitglieder noch am Leben sind. Satil Shan lebt noch.
Habt ihr sie kontaktiert? Das habe ich, aber es ist Jahre her, seit sie die Jedi anführte. Sie konnte mir nicht helfen. Ich habe etwas über ein noch lebendes Mitglied des Jedi-Rats herausgefunden. Meister Nost Dural. Meinen Quellen zufolge versteckt er sich auf Ossus. Die alte Heimat der Jedi. Sie wurde von den Sith vor Jahrhunderten so gut wie zerstört. In der Tat. Ich habe erfahren, dass Meister Nost Dural so viele Jedi wie möglich sowie zivile Freiwillige mitgenommen hat, um eine verborgene Kolonie auf dem Planeten zu gründen. Leider ist die Kolonie anscheinend nicht mehr so verborgen wie angenommen. Ich habe imperiale Streitkräfte verfolgt, die sich durch das Gebiet bewegen. Ich glaube, dass die Jedi in großer Gefahr sind. Wie können wir Ihnen am besten helfen, General? Ich wusste, dass es richtig war, euch zu kontaktieren. Die Jedi-Kolonie ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Und jede Warnung, die ich schicke, würde die Sith direkt zu ihnen führen. Ossus befindet sich am äußeren Ende der Perlemianischen Handelsstraße, praktisch direkt vor der Tür des Imperiums. Ich verfüge über keinerlei offizielle Autorität, mich einzumischen. Ich sammle trotzdem Ressourcen, um Verstärkung zu schicken. Aber ohne Autorisierung erfordert das sehr viel Zeit. Zeit, die die Jedi vielleicht nicht haben. Ihr seid nicht an die Vorschriften der Republik gebunden. Ihr könnt schneller helfen als ich. Bitte, reist nach Ossus. Beschützt die Jedi, bis meine Truppen eintreffen. Sie brauchen unsere Hilfe. Ich fliege sofort nach Ossus, General. Ihr könnt auf mich zählen. Ich bin sehr froh, das zu hören. Ich schicke euch die Koordinaten für die Jedi-Siedlung. Es gibt noch einen Haken. Ihr dürft keinen großen Trupp mitnehmen. Am besten ihr allein. Wenn ihr euch mit einem ganzen Angriffsteam nähert, werden die Imperialen entsprechend reagieren, bevor ich euch helfen kann. Das Imperium wird mich erst bemerken, wenn es zu spät ist. Möge die Macht mit euch sein, Commander. Ich hoffe, wir können schon bald die nächste Tasse zusammentrinken. Ebenfalls, General. Der General ist äußerst scharfsinnig. Diese Sache allein anzugehen macht Sinn. Ich bereite eine Fähre vor, klein und getarnt. Ich würde so gerne mitkommen. Nost Dural ist ein alter Freund von mir. Es wäre schön, ihn wiederzusehen. Wir schicken euch so schnell wie möglich nach Ossus. Möge die Macht euch stets dienen. Ihr seid es wirklich! Okay. Nadja, sagt die Evakuierung ab. Egal, was uns erwartet, wir müssen uns keine Sorgen machen. Oh, Vorstellungen macht er wunderbar, oder? Ich bin Nadja Grell. Ihr wart die Kampfmeisterin, nicht wahr? Damals, bevor Sakul erobert wurde. Ja, das stimmt. Ich kenne keinen stärkeren Jedi. Wir haben gegen Gegner gekämpft, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Hört ihr mir zu?
Es spielt keine Rolle, wie viele Imperiale hier sind. Sie sind geliefert. Also wisst ihr von den Imperialen? Ja, wir wissen nicht, wie viele hier sind. Aber sie können auf immense Ressourcen zurückgreifen. Wenn sie hier sind, sind sie auf einen großen Kampf aus. Einen Kampf, den wir uns nicht leisten können. Zivilisten und entbehrliches Personal werden zuerst evakuiert. Wer hält einen Doktor für entbehrlich, wenn sich ein Kampf anbahnt? Wenn ihr mich fragt, haben die Jedi den Verstand verloren. Ich werde mit Meister Nosdural sprechen. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann? Ein Gast sucht mich. Was für ein seltsamer Tag das heute war. Ich komme sofort zu euch. Dr. Kimble, Nadia. Wie laufen die Fährenvorbereitungen? Wir wären schon viel weiter, wenn wir nicht so viele Fährenbauteile für die Systeme der Kolonie ausgeliehen hätten. Es wird noch Stunden bis zum Start dauern. Wir sollten die ganze Sache abblasen. Wisst ihr, wer das ist? Der Held von Tython, Schlechter des Imperators? Sagt euch das was? Ich führe jetzt die Allianz an. Wir haben das ewige Imperium gestürzt und den Sith-Imperator ein für alle Mal vernichtet. Ich komme, um zu helfen. Klingt, als wäre eine Menge passiert, seit wir unsere Kommunikation unterbrochen haben. Was uns geholfen hat, die ganze Zeit über nicht entdeckt zu werden. Ich bin durchaus vertraut mit euren Diensten für die Jedi in der Vergangenheit, Commander. Und ich freue mich schon darauf, eure neuesten Abenteuer in meinen Tagebüchern niederzuschreiben. Es wird vermutlich langsam Zeit, dass ihr ein eigenes Kapitel bekommt. Aber das wird warten müssen. Die Sith stehen vor den Toren. Ich habe diese Kolonie gegründet, um die Jedi und ihre Lehren für die Zukunft zu erhalten. Jetzt müssen wir sie im Stich lassen, um das gleiche Ziel zu erreichen. Republikanische Verstärkung ist unterwegs. Wir müssen nur durchhalten, bis sie eintrifft. Wir freuen uns über jede Hilfe. Aber bis sie eintreffen, bleibt unser Plan bestehen. Wir müssen diese Fähren so schnell wie möglich flugfähig machen. Habt ihr schon ein neues Versteck geplant? Irgendwo weiter weg. Noch abgelegener. Ich habe einst etwas über eine vergessene Jedi-Welt in den unbekannten Regionen gelesen. Vielleicht werden wir sie suchen. Der Perimeter-Alarm. Sie kommen zurück. Ich bin schon unterwegs. Ja. Nehmt diesmal Verstärkung mit. Verstärkung? Ich habe hier alle Verstärkungen, die ich brauche. Commander, das ist Tau Idair, unsere Sicherheitschefin. Könntet ihr sie dabei unterstützen, den Feind abzuwehren, während wir unsere Vorbereitungen abschließen? Was auch immer da draußen ist, wir werden damit fertig. Tut, was ihr tun müsst. Dann viel Erfolg, Nadia. Dr. Kimble, sehen wir nach, wie sich die Farm-Crews schlagen. Wir sehen uns später. Ich muss hören, was ihr so getrieben habt. Was haben eure Sensoren entdeckt? Imperiale Soldaten? Sith? Weder noch. Die Imperialen spielen nur mit uns. Der alte Herr ist sich ziemlich sicher, dass sie von einem Sith namens Malora angeführt werden. Malora beschäftigt sich mit Biologie, genetischer Manipulation, Sith-Alchemie, bla bla bla. Sie macht Monster. Für uns hat sie eine Art mutierte Geonosianer gebastelt. Hyperaggressive, schwer gepanzerte, psychotische Geonosianer. Mit Waffen. Sie sind in Schwärmen unterwegs zur Kolonie. Das klingt aber nicht, als würde jemand nur mit euch spielen. Die Mutanten sind brutale und zähe Kämpfer, aber es sind keine Strategen. Wenn die Imperialen es ernst meinen würden, könnten sie uns ohne ihre künstlichen Monster schneller vernichten. Auf Ossus gibt es viele alte, verschüttete Ruinen. Die Mutanten nutzen sie vermutlich, um sich ungesehen zu nähern. Wenn wir da rausgehen und ein paar Tunnel zum Einsturz bringen, werden sie abgeschnitten und die Kolonisten haben mehr Zeit zu fliehen. Dann fangen wir an. Nach euch, Commander. Thank you.
der Letzte. An eurer Technik erkenne ich, dass ihr viele Kämpfe ausgestanden habt, ehe ihr herkamt. Mehr als die meisten. Mehr Kämpfe, als ich jemals für ausgebildet wurde. Meine erste Schlacht war Corellia. Ich landete mit 5 anderen Jedi in einem Transporter. Einer mit offenen Seiten, wisst ihr? Der Pilot hat uns niedrig zwischen den Gebäuden reingebracht. Wir sind mitten in der Luft und dieser Sith Lord, er springt einfach in den Transporter. Mit einem roten Lichtschwert. In jeder Hand. 5 meiner ältesten Freunde waren tot. Ehe sie auch nur blinzeln konnten. Was habt ihr getan? Wie seid ihr mit dem Sith verfahren? So wie ich es immer tue. Ich habe ihn getötet. Direkt danach hat sich der Sith den Piloten vorgenommen. Ich war hinter ihm, bevor er überhaupt wusste, dass ich da bin. Ich nagelte ihn mit beiden Händen fest, schlug auf die Nervenknoten direkt über den Rippen, spürte, wie sie brachen. Er ließ reflexartig beide Lichtschwerter fallen. Ich weiß nicht mehr, wo die Granate herkam. Es muss seine gewesen sein. Ich habe sie ihm in den Mund gerammt und ihn aus dem Transporter gestoßen. Ihr macht keine halben Sachen, was? Das war eins von den Dingen, die ich an diesem Tag über mich selbst gelernt habe. Suchen wir den alten Herrn. Tau, wie ist euer Status? Wir haben alle Tunnel blockiert, die wir finden konnten. Hier kommen die Koordinaten. Könnt ihr ihren Ursprung mit Hilfe der alten Karten finden? Natürlich. Mal sehen. Ja, hier. Sie waren alle Teil eines Wohngebiets, das vor Jahrhunderten größtenteils eingestürzt ist. Ich schicke euch die Koordinaten des Haupteingangs. Wenn ihr den versiegeln könnt, können sich die Mutanten nicht mehr verdeckt nähern. Sind die Fähren für die Evakuierung schon bereit? Fast. Wir haben auch schon die wichtigsten Dinge verladen. Wenn ihr weiter so gute Arbeit leistet, brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Der Eingang, den ihr schließen sollt, befindet sich in einem Bereich, den unsere Archäologen nie vollständig katalogisiert haben. Wenn ihr etwas Interessantes findet, tut bitte euer Möglichstes, es zu bergen. Alles klar. Tau, Ende. Bereit, wenn ihr es seid. Sieht aus, als wären wir hier fertig. Ich kann den alten Herrn nicht über Holo erreichen. Wir sollten umkehren und nach dem Rechten sehen. Unsere Sensoren werden blockiert. Ebenso die Kommunikation. Kurzstrecken kommen, genau wie Langstrecken kommen. Störungen wie diese können nur eins bedeuten. Invasion. Das Imperium wird jetzt ernst machen. Zu Malora passt dieser Schritt nicht. Sie hat sich während ihrer Belagerung von Nanton nie damit aufgehalten, die feindliche Kommunikation zu stören. Hier geht etwas Seltsames vor sich. Wir müssen schnell sein. Viele unserer Leute befinden sich immer noch außerhalb der Kolonie. Einige auf den Farmen und der Rest in der alten Bibliothek. Wir sollten uns aufteilen. Ihr braucht nicht so zu tun, als hätten wir eine Wahl, alter Herr. Ihr werdet diesen Planeten nicht verlassen, ohne die Bibliothek noch einmal zu besuchen. Wir können uns um die Evakuierung der Farmen kümmern und später bei der Bibliothek zu euch stoßen. Eure Leute werden hier sicher wegkommen, Meister. Das verspreche ich. Die ersten Fähren starten bereits, während wir Nachzügler zusammentrommeln. Sie könnten ein Notsignal senden, sobald sie den Störbereich verlassen haben. Ich gebe euch General Daruns direkte Frequenz. Er ist der beste Ansprechpartner. Die Republik wird ganz bestimmt auftauchen und das Blatt wenden. Selbst wenn sie nur unser Evakuierungsschiff einsammeln würden, wäre das schon eine große Hilfe.
Ich werde die Informationen weitergeben. Danke, Commander. Bevor ihr geht, Tau, wir müssen unser Gespräch über euren Padawan noch zu Ende bringen. Jetzt? Im Ernst? Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt? Es ist immer ein guter Zeitpunkt, um zu lernen, zu lehren und zu wachsen. Wir hatten diese Diskussion doch schon. Deshalb habe ich keinen Padawan. Ihr wollt nicht noch mehr Jedi wie mich. Einer reicht schon. Ihr denkt, wenn so viele gute Jedi sterben und ihr überlebt, dann könnt ihr wohl kein guter Jedi sein. Ihr denkt, dass der Grund für euer Überleben, euer Können auf dem Schlachtfeld, eure einzige Fähigkeit ist. Also müsst ihr ein schlechter Jedi sein. Doch die einzige Lektion, die ihr lernen müsst, ist, dass ihr mehr seid als die Tötungsmaschine, die ihr in euch selbst seht. Lehrt. Und ihr werdet sehen, wie viel mehr in euch steckt. Ihr glaubt mehr an mich als jeder, den ich kenne. Und das weiß ich zu schätzen, aber ich bin einfach nicht bereit. Können wir das später besprechen? Die Imperialen verschwenden keine Zeit. Und wir sollten es auch nicht. Nun gut. Ihr seht nach den Farmen und ich nach der Bibliothek. Anschließend treffen wir uns, um euren Padawan auszuwählen. Verdammt, alter Herr. Möge die Macht mit euch sein. Wir können jetzt nicht einfach gehen. Ihr müsst. Nehmt die anderen und verschwindet. Mit ein paar Sith komme ich klar. Wir sind hier, um zu helfen. Tau! Commander! Ihr kommt gerade rechtzeitig. Seht ihr Sarios? Jetzt werden wir alles bewältigen, was uns das Imperium entgegensetzt. Es geht nicht um euch. Wenn die Imperialen einen einzigen Treffer auf D9 landen, bevor er fertig ist, verlieren wir alles. Was meint ihr damit? Unsere ganzen Daten. Wir haben in radioaktivem Ödland Lebensmittel angebaut. Was wir gelernt haben, könnte die landwirtschaftlichen Erträge in der gesamten Republik vergrößern. Stellt euch nur vor, wie viele Leute wir ernähren könnten. Wir kümmern uns darum, Sarios. Aber ihr müsst euch auf den Weg zu den Fähren machen und alle an Bord bringen. Je schneller, desto besser. D9 wird keinen Kratzer abbekommen. Ihr könnt uns vertrauen. Wenn ihr euch irrt, wenn etwas passiert... Imperiale! Sie schnell! Beeilung, Sarios! Ich werde es nicht nochmal sagen! Okay, okay. Los jetzt. Geht es allen gut? Uns ja. Ich bin froh, dass wir Sarios und die anderen hier rausgeholt haben. Das war schon ein bisschen spannend. D9, hast du die Dateien? Bringt das sofort zurück zur Kolonie, Nadja. Sorgt dafür, dass die Republik eine Kopie erhält. Natürlich. Ich werde das Sarios noch ewig unter die Nase reiben. Apropos, ich sollte ihn und die anderen Crews finden und dafür sorgen, dass sie sicher wieder zur Kolonie zurückkehren. Ich weiß die Hilfe zu schätzen, Commander. Wir können uns glücklich schätzen, dass ihr zu uns gestoßen seid. Wir sehen uns bei den Fähren. Wir sollten schnell zu der alten Bibliothek. Wenn sie nur für ein paar Farmen eine solche Streitmacht schicken, ist nicht auszudenken, wie viele Truppen sie dorthin geschickt haben. Geht es euch gut, Tau? Möchtet ihr über irgendetwas sprechen? Das war kein Haufen hirnloser Monster. Nicht wie die Geonosianer. Aber gegen sie zu kämpfen, sie zu töten, fühlte sich nicht viel anders an. Sie kamen her, um Leute zu töten. Aus keinem anderen Grund. In meinen Augen waren sie Monster. Vielleicht ist es so. Los, gehen wir.
irgendwo? Wo? Wo? Waffe fallen lassen. Sofort. Was für ein Chaos! Es ist immer so ein Chaos mit ihm. Wo ist Nosdural? Was habt ihr mit ihm gemacht? Was? Oh, der Jedi. Da drüben, irgendwo. Aber ihr seid zu spät, um ihm zu helfen, glaube ich. Falsche Antwort. Der Jedi scheint euch völlig egal zu sein. Wieso seid ihr überhaupt hier? Meine Gründe sind zu hoch für euch. Lasst mich weiterarbeiten. Wir gehen nirgendwo hin. Lästige! Ignorante! Ihr sprecht mit Darth Malora vom Rat der Sith. Und eure Störungen werden jetzt ein Ende haben. Schöne Rüstung hast du da, Malora. Zufällig dieselbe, die ich anhabe. Wow, die hat ja echt nichts drauf. Guck mal, geh mal fliegen. Guck mal, ich schenke dir noch einen... Nee, schade. Tau war schneller. Narren. Ignorante Narren. Er lebt. Am seidenen Faden, aber... Er lebt. Wirklich? Lord Malgus ist auch nicht mehr, was er mal war. Malgus? Oh ja, das ist alles sein Werk. Ich würde niemals eine Bibliothek derart verwüsten, selbst wenn sie den Jedi gehört. Malgus hat meine gesamte Operation an sich gerissen. Ein wahres Ballett der Raubtier-Evolution wurde für die prügelnden Fäuste eines Kleinkindes verworfen. Das ist unmöglich. Malgus ist vor Jahren gestorben. Das war offenbar nicht von Dauer. Malgus lebt. Hier, auf diesem Planeten. Obwohl einsatzfähig treffender wäre. Eine Maschine, die die Überreste eines ausgetrockneten Sith-Lords zusammenhält, kann man wohl kaum lebendig nennen. Das Leben ist unbeständiger, anpassungsfähiger. Zu echten Veränderungen imstande und zu wahrer Stärke. Die Macht ist Leben und nur Leben kann die ganze Tiefe der Macht beherrschen. Haltet die Klappe! Malgus hin oder her, wir müssen den alten Herrn zurück zur Kolonie bringen. Sofort. Wir werden einen Weg finden, ihn sicher zu transportieren und uns direkt auf den Weg zur Kolonie machen. Das Ausgrabungsteam hat Schwebeschlitten benutzt, als sie hier drin gearbeitet haben. Suchen wir einen und tragen ihn damit. Euch ist klar, dass Malgus unterwegs ist, um eure Kolonie niederzubrennen. Ja? Er könnte wohl kaum behaupten, meine Arbeit zu Ende gebracht zu haben, wenn er sie in Frieden lassen würde. Das sind sie dann wohl. 30 Sekunden bis zum Ziel, mein Lord. Feindliche Jäger! Ausweichmanöver! Das sind Jäger der Republik. Sie haben es geschafft. Sie haben es wirklich geschafft. Guten Tag, Commander. Ehe ihr fragt, keine Sorge. Ich habe Tee mitgebracht. Ich muss schon sagen, General. Ihr wisst, wie man Eindruck macht. Ich habe schon öfter über eine alternative Karriere beim Theater nachgedacht.
Könnt ihr Sanitäter zu unserem Standort bringen? Wir haben hier Schwerverletzte. Sofort. Wir evakuieren alle in die Kolonie. Medizinische Teams und Helfer sind unterwegs. Der Room Ende. Ich gehe dann mal. Ich habe euch nicht erlaubt, euch zu entfernen. Mich gefangen zu nehmen, ist eine Verschwendung von Zeit und Personal. Ihr braucht beides, um die Verletzten zu behandeln, wie euren Freund dort. Ich bin die Umstände sicherlich nicht wert. Ich glaube, eine Gefangene wie ihr könnte uns viele interessante Dinge über Malgus und die Pläne des Imperiums erzählen. Oh, wie ermüdend. Dank der Notrufe konnten wir die Evakuierungssphären einsammeln, bevor das Imperium eigene Bergungsteams schicken konnte. Das ist eine große Erleichterung. Wir können euch nicht genug danken, General. Ich helfe immer gerne. Alle Evakuierten werden sicher in republikanischen Raum gebracht. Ich kenne einige Siedlungen auf Tanab, die Bedarf an guten Farmern haben, falls Interesse besteht. Werdet ihr genug Truppen hier lassen, um imperiale Verstärkungen abzuwehren? Wir werden hier einen Fronthorchposten einrichten und den Perimeter der Kolonie sichern. Aber mehr kann ich nicht erübrigen. Die imperialen Linien liegen zu nah, um eine ganze Garnison zu riskieren. Apropos Farmen. Ich habe eure Daten bereits an jemanden in der Landwirtschaftsverwaltung weitergeleitet, den ich kenne. Ein echter Shatesh-Profi. Man sagte mir, die Informationen von euren Farmen könnten unsere gesamte Logistikstruktur revolutionieren. Dank euren Bemühungen können wir vielleicht unzählige Millionen entehren. Schön, dass ich helfen konnte. Ist es möglich, dass eure Jäger Malgus bei ihrem Angriff erwischt haben? Möglich schon, aber vermutlich nur Wunschdenken. Darth Malgus zurück an der Front. Das ist ein finsterer Tag für die Republik. Diesmal konnten wir ihn überraschen. Doch ich bezweifle, dass wir nochmal so viel Glück haben werden. Wir haben Malgus schon einmal besiegt. Wir können es wieder schaffen. Mit eurer Hilfe glaube ich das auch. Geht es ihm gut? Hat er es geschafft? Nosturals Wunden waren schwer. Kauterisierte Perforation der oberen Herzkammer, Augenschädigungen durch Einwirkung von Sauerstoff, katastrophaler Schaden an den Muskeln und Nerven im linken Unterarm. Glücklicherweise wurde er vom brillantesten, begabtesten und bestaussehenden Doktor in der ganzen Galaxis behandelt. Also wird er es schaffen. Ihr habt also wie immer eure Magie gewirkt. Schön, dass ich beweisen konnte, dass ich es immer noch drauf habe. Danke, Doc. Das meine ich ernst. Das ist mein Job. Die Soldaten durchsuchen immer noch die größten Trümmerhaufen der Bibliothek. Toril, Rana und sie werden immer noch vermisst und ich kann sie nicht fühlen. Damit sind es dann 15. Ich melde mich wieder, sobald ich den Schutt fortgeräumt habe. Der alte Herr hat uns zu Recht hierher gebracht. Wir brauchten diese Zeit zur Heilung. Und um uns daran zu erinnern, was uns zur Jedi macht. Wir haben uns lange genug versteckt. Das Böse der Sith endet nicht, nur weil wir nicht mehr da sind, um uns ihnen entgegenzustellen. Ganz im Gegenteil. Ich bin keine Meisterin. Ich kann nicht für den Orden sprechen. Aber eins weiß ich. Die Republik braucht die Hilfe der Jedi. Also lasst mich die Erste sein, die sich freiwillig meldet. Ich fühle mich zutiefst geehrt. Ich werde auf meinem Flaggschiff ein Quartier für jeden Jedi vorbereiten, der euch begleiten möchte. Wir haben bereits gepackt. Und ich denke, dass dies letztendlich ein weitaus würdigeres Ziel sein wird. Commander, danke. Ohne euch wäre dies ein sehr viel dunklerer Tag für uns alle geworden. Ich bin froh, dass ich hier sein konnte, Tau. Ein Wiedersehen mit den Jedi war schon lange überfällig.
Mit euch an unserer Seite wird die Zukunft der Jedi sicher strahlend. Möge die Macht mit euch sein. Im Morgengrauen erwachten die Sel und sahen die Towns auf dem hohen Ort und hatten Angst. Denn die Morgensonne funkelte auf Helmen und Waffen, sodass sich Phantomkrieger aus Blendwerk in der Ferne erhoben. Doch die klügsten unter ihnen ließen sich nicht täuschen. Das Imperium dachte, sie könnten dies in einen großen Erstschlag in ihrem neuen Krieg gegen uns verwandeln. Sie hofften, die Jedi zu vernichten, uns mit Angst zu zerstören, bevor wir uns ihnen überhaupt im Kampf stellen konnten. Dank euch ist ihnen das nicht gelungen. Die Jedi haben ihr Bündnis mit der Republik wieder erneuert. Unsere Leute haben gesehen, dass die Sith verwundbar sind, wenn wir zusammenhalten. Dieser Krieg wird düster, brutal und bösartig. Aber wir werden uns gemeinsam gegen die Finsternis stellen. Und gemeinsam werden wir siegen.